an seinem eigenen Trainer, sah heute aber zur Bewegungstherapie für meine Mannschaft werden. Er war ja stinkesauer nach der Niederlage in Berlin. Die Gäste in der weißen Spielkleidung. Gerd Schwickert, der Interimscoach, und Manfred Ommer, der Präsident der Homburger, sahen dann für Waldhof diese erste Möglichkeit. Wer ist natürlich Fritz Walter. Er war besonders motiviert in dieses Spiel gegangen, denn letztendlich möchte er ja unbedingt ins Lido, das heißt als Torschützenkönig nach Paris. Dann die Homburger, die Gastgeber, Antje Bunzel. Mit der Riesenchance nach 11 Minuten, der kleine polnische Nationalspieler, der ja nach Leverkusen wechselt. Völlig freistehend, schauen Sie. Und der rettet das Herz. Bunzel in den letzten Wochen nicht so stark und Schlappner ohne Hut. Deshalb warnten die Homburger Fans vor Sonnenbrand. Aber zunächst einmal ließ seine Mannschaft nichts anbrennen. Die Homburger natürlich motiviert, sie konnten es ja aus eigener Kraft schaffen und versuchten das natürlich. Gregor Quassen, der Schlussmann bei Mannheim, ein guter Bekannter, und das ist ebenfalls ein guter Bekannter in Homburg, Uwe Klimaszewski, noch im Hintergrund, sozusagen die graue Eminenz. Denn die Verantwortung trägt beim FC Homburg der Geschäftsführer Gerd Schwickert. Und dann Nachlässigkeiten in der Abwehr. Das gab immer wieder Chancen, wie hier durch Jörg 9. Klaus Scherer, der Schlussmann der Homburger, allerdings reagierte glänzend. Es war kein großes Spiel schon in der Anfangsphase, kein gutes Bundesligaspiel. Uwe Freiler, der eigentlich abgemeldet wurde, eine der beiden Sturmspitzen neben Wolfgang Schäfer, für den sich Schwickert entschieden hat, weil er doch mehr wagt als Thomas Stickroth. So die Aussage von Schwickert vor diesem Spiel. Schäfer. Und dann Bunzel, nicht im Abseits. Und was macht er? Der kleine Pole vergibt auch diese Möglichkeit. Ich glaube, Erich Ribbeck, hätte er ihn gesehen, hätte keine Freude an seinem Geburtstag gehabt mit dem Polen heute. Wie gesagt, nächstes Jahr spielt er in Leverkusen. Die Gäste aus Mannheim gefällig und mit den besseren Möglichkeiten. Und das hätte eigentlich das Führungstor ebenso sein können für die Mannheimer. Aber Scherer reagierte glänzend erneut gegen 9. Schauen Sie, wie die Homburger Abwehr da nicht gut gestaffelt steht. Die Innenverteidigung um Roman Wojcicki, den anderen Polen. Und aufgepasst, da ist auch prompt das 0:1 im Homburger Waldstadion und dies nach 38 Minuten. Bührer war der Torschütze, vorbereitet wurde das von dem anderen Kleinen im Trikot der Waldhöfer. Hier von Fritz Walter und dann staubt Bührer ab. Und er macht die für die Homburger überraschende Führung. Er war mit seiner Mannschaft zufrieden. Noch einmal aus anderer Perspektive dieser Treffer. Das 0:1 im Homburger Waldstadion von Bührer. Waldhof Mannheim, Heribert Fassbender hat es bereits angedeutet, ja, eine Mannschaft, die auswärts genauso schlecht war wie die Homburger, noch ohne sie. Dann brachte Gerd Schwickert, der Homburger Coach Andreas Hendrich, für Roman Geschlecht, der doch seine Probleme mit Fritz Walter hatte, dem Torjäger aus Mannheim. Dann Freistoß für die Homburger im zweiten Durchgang. 7000 Zuschauer sahen diese Möglichkeit von Wolfgang Schäfer nur relativ knapp vorbei. Alles oder nichts war jetzt die Devise. Es kam Thomas Stickroth. Und Tom Dooley ging beim FC Homburg, das heißt, noch ein bisschen mehr Offensive, noch ein bisschen mehr nach vorne wagen. Ob das der rechte Weg war, Uwe Klimaszewski? Er sollte ja für besseres Klima sorgen, bisher konnte er es noch nicht wegen seiner Beinoperation. Die Mannheimer natürlich jetzt begünstigt durch die aufgerückte Homburger Mannschaft, hatten immer wieder Kontermöglichkeiten, wie hier durch Fritz Walter, ohne dass das Spiel wesentlich besser wurde. Schauen Sie noch einmal, mit Risiko nimmt Fritz Walter diesen Ball direkt und nur ganz knapp vorbei, wie auch der Schlussmann der Homburger registrierte. Bunzel im Mittelfeld, nicht der große Regisseur der Anfangsphase dieser Bundesliga-Saison beim FC Homburg. Aber Möglichkeiten gab es dennoch für die Gastgeber.
wenn auch meist planlos nach vorne gespielt wurde und wenn auch meist von den Außenpositionen die Langen gesucht wurden. Kurt Knoll, schön hier freigespielt. Und Wolfgang Schäfer. Gregor Quasten, wie gesagt, 5 Jahre hat er in Homburg gespielt. Jetzt Zimmermann, Vertreter. Klaus Müller beim Eckball. Und dann Stefan Jambo, einer der Mittelfeldspieler. Auch er spielt alles oder nichts. Risiko, vielleicht hätte er das Ding besser mit dem Kopf genommen, mit dem Kopf gespielt. Und dann wieder Mannheim mit Chancen. Und das war erneut Dirk Neun und das hätte natürlich die Entscheidung im Homburger Waldstadion sein können. Glück, dass hier die Latte rettete. Scherer wäre hier nie und nimmer herangekommen. Die Schlussphase dann im Homburger Waldstadion. Kurt Knoll. Sie versuchten alles, die Gastgeber. Die Mittel allerdings waren wenig tauglich. Thomas Stiegrohr ist das. Das Anspiel in die Sturmspitze klappte nur selten so wie hier. Und dann Roman Wojcicki, der in die Sturmspitze sozusagen beordert wurde, hatte seine Libero-Rolle längst aufgegeben. Noch einmal, ähnlich der Angriffszug, noch einmal Wojcicki. Und plötzlich ist der Ball im Tor, das 1:1. Und der lange Pole wird zum Torschützen erklärt. Das war in der 77. Spielminute. Noch einmal Hoffnung beim Gastgeber, beim Neuling der Bundesliga, beim FC Homburg. Auch die Zeitlupenwiederholung kann nicht ganz deutlich machen, wie überhaupt die Kugel über die Linie kam. Hier sehen wir es besser. Gregor Quasten. Und von Wojcicki drodelt der Ball ins Netz zum 1:1. Verdient der Ausgleich. Und die Homburger wollten mehr und hatten die Chance dazu, aber noch einmal geklärt. Dann die 92. Spielminute. Noch einmal Eckball. Und Thomas Stickroth ist da und macht das 2:1. Die Begeisterung natürlich jetzt riesengroß. Sozusagen in letzter Sekunde der Siegtreffer für den FC Homburg. Schauen wir uns das Tor noch einmal an. Torschütze also Thomas Stickroth. Fragen ja, Thomas, an den Torschützen. Das Ding kommen sehen, ja, ich habe mit gerechnet, ehrlich gesagt. Denn in den letzten Minuten bleibt einem nichts anderes übrig, damit zu rechnen und dann, wenn das Ding kommt, Tor zu machen. Das war die letzte Chance in dem Sinn. Haben Sie überhaupt noch daran geglaubt, dass Sie noch gewinnen können? Nun gut, wenn man die letzten 2 Spiele sieht, hat man immer wieder gesehen, dass wir Moral besitzen. Und das hat sich auch wieder jetzt gezeigt. Ne? Und deshalb habe ich schon irgendwo dran geglaubt. Ne? Noch einmal das entscheidende Tor und damit zurück zu...